So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Wir sind immer noch mit unserem Paddelboot hier unterwegs, mit unserem Unterwasserfahrzeug und versuchen, die Nazi-Festung zu infiltrieren. Ich weiß nicht, wo der Checkpoint uns jetzt hier, ich sag mal, abgesetzt hat, beziehungsweise wo genau wir jetzt hier sind. Aber man kann die Anlagen sicher noch manuell bedienen. Ah, okay. Ich weiß, wo wir sind. Wir müssen nämlich hier die Anlage manuell bedienen. Dafür müssen wir hier noch einmal absteigen. Das haben wir in der letzten Folge schon mal gesehen. Dann die Leiter hochklettern. Und diese, ich sag mal, Turbinen oder was auch immer es da darstellen soll, anhalten. Okay. Wenn die Lücke, die man jetzt, die jetzt gerade oben ist, die jetzt links ins Bild kommt, nach unten zeigt, sodass wir den Weg passieren können. So, deswegen muss ich jetzt los. Springen wir hier ins Wasser. Bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. Seltsamerweise ist Bleskovic bei dieser Wassertour äußerst sentimental. Und ich weiß immer noch nicht, warum die Steuerung dieses Gefährts auf einmal so beschissen ist. So, wir fahren weiter in den nächsten Schacht hier. Es tut mir wirklich leid, ich komme da gerade absolut nicht drauf klar. Genauso wie in der letzten Folge. Scheint es mir ein Rätsel zu sein, warum auf einmal die Richtungen vertauscht sind. Einmal kurz einen Blick hier reinwerfen. Ob da diese goldene Schlange ist? Nein. Da haben wir letztes Mal nämlich so einen Sammelartefakt aufgenommen. Und dann gucke ich doch einfach mal, ob wir jetzt hier irgendwo an Land gehen können. Denn hier saßen wir auch schon beim letzten Mal. Und wussten nicht weiter. Wir wussten nicht, wo lang. Bilde ich mir das ein oder ist da jetzt hier ein... ein Loch. Da ist ein Loch. Und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob wir jetzt hier durchgehen können. Das scheint mir nämlich wieder nicht so der Fall zu sein. Und hier an Land gehen können wir scheinbar auch nicht. Wo muss Bleskovic denn hin? Ja, meine Freunde, ich übersehe schon wieder irgendwas. Wo muss Bleskovic hin? Ich habe angenommen, beim letzten Mal habe ich schon ausprobiert, hier unten durchzutauchen. Das hat auch da schon nicht geklappt. Obwohl diese Lücke für meine Begriffe eigentlich groß genug ist. Da oben ist auf jeden Fall eine Tür. Nur ob es von da aus weitergeht, das ist die nächste Frage. Das kann es ja auch noch nicht sein. Haben wir eine Karte oder so? Ja, das haben wir. Diesen Bereich da hinten haben wir noch nicht erkundet. Ich glaube, ich bin ja eigentlich völlig falsch.
gehen wir doch einfach mal wieder unter Wasser. Und dann hier lang zurück. Ich mache nochmal kurz die Karte auf. Oh, schwer zu sagen. Ja, das kann ja nicht sein, dass wir diese beiden Turbinen hier passieren und dann da nichts ist. Ach, schau an. Hier können wir also einfach absteigen und durchgehen. Machen wir das doch mal. Was sagt man letztes Mal? Ich könnte schwören, dass ich... Ausgleichsbecken. Finde heraus, wie du zur Plattform auf der anderen Seite gelangen kannst. Das habe ich beim letzten Mal ausprobiert und da kamen wir da nicht hoch. Hundertprozentig. Verbackte Kacke. Bleskovic, der Klettermann. Ein Kletteraffe. Boote und Kletteraffe. Was haben wir hier? Bombenangriff auf Berlin. Einen alten Text dazu. Hochinteressant. Wen es interessiert, der kann gerne die Pause-Taste drücken. Ich lese das jetzt nicht vor. Ein Ausgleichsbecken. Und so gelange ich zur nächsten Seite. Indem ich dieses Ausgleichsbecken flute. Dann können wir tauchen gehen. Dank dieses Ausgleichsbeckens kann ich dann auch mein Gefährt wiederholen, das mich ja immer stetig mit Sauerstoff versorgt, solange ich unter Wasser bin. Unser Gefährt kann jetzt diesen Weg passieren. Dann hier oben absetzen. Da hätte ich aber auch so entspannt. Jetzt komme ich nämlich dank unseres Gefährts nicht mehr da hoch. Platz. Erreiche die Plattform. Das Gewicht ist oben. Weiter kann dich der Tunnelleiter nicht bringen. Durch den letzten Bereich musst du schwimmen. Du hast die Katakomben fast erreicht. Okay. Geronimo! Mit 11 bin ich über den Fornisee gekarrt, einer der dummen Zinnsoldaten. Aber der war nicht so dunkel. Wassermin. Versperrt. Muss mir was einfallen lassen, um ihn freizumachen. Ich weiß auch schon was. Wir haben ja unseren Laser dabei. Und... diese Unterwasserminen sind an Ketten gebunden. Ich muss jetzt allerdings einmal kurz nochmal nach oben schneiden. Ich stelle den Laser einmal auf Schießen. Ich kann ja nicht umstellen. Klasse. Ist los. Und Mine Nummer 2 mache ich jetzt auch los. Wo gehen die denn hoch? Das Messer, Bleskovic verrückt, glaube ich, gerade. Aber in die Luft. Okay, die Minen werden von der Strömung durch die Schächte getragen. Durch die Röhren. Die zweite Mine hat noch ein weiteres Hindernis beseitigt. Wunderbar. Ja, alles klar. Und hier geht es in die Weite. Was ist hier los? Hier Action. Action Jackson. Ein Enigma-Codefragment haben wir gefunden.
Tür ist versperrt. Genauso wie diese. Würde mich auch schwer gewundert, wenn das so einfach. Ich würde fast sagen, dass wir hier. Mit 19 bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Ich hätte mal gerne eine Waffe. Sehr gut, Captain Blaskovic. Sie sind nun im Waffendepot. Dies ist Phase 2 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Im Munitionslager gibt es einen Gritterzug, der voll beladen ist. Handfeuerwaffen, Artilleriegeschosse, Torpedos. Alles, was das Regime für die Versorgung seiner Streitkräfte braucht. Diesen Zug werden sie kapern. Die Handfeuerwaffen. Für unsere Kämpfer. Aber das eigentliche Ziel sind die Torpedos. Damit können sie ein U-Boot des Regimes übernehmen. Doch alles der Reihe nach. Kapern Sie zuerst den Zug. Okay. Finde den Zug und fahre damit von dort nach Norden, zum verlassenen Bahnhof. Unsere Leute werden an der Station auf dich warten. Klaus hat dann weitere Informationen für dich. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie ich den Schalldämpfer aufschrauben konnte. Sprung und Anlauf, Lehnen, Waffen, Kurzschließen, Tagebuch, Pistole, R zum Nachladen, Maus 2 zum Zielen. Verbesserung der Pistole. Schalldämpfer mit C. Okay. Dann schneiden wir uns mal den Weg frei. Den Laser und dann können wir schon weiterziehen. Hier ist eine Sackgasse. Aber jetzt laufen wir weiter in diese Richtung. Da ist eine Wache. Hab ich gesehen? Noch. So, jetzt langsam und leise, Blaskovic. Okay. Nummer 1 haben wir aus. Was etwas seltsam ist, dieser amerikanische Elite-Soldat kann absolut nicht klettern. So, Nummer 2 haben wir auch. Heimlich, still und leise. Nummer 3 steht da oben. Das könnte sogar der Signalgeber sein. Da sind Kameras, denn die sollten wir wahrscheinlich besser nicht reinlaufen. Dann liegt da ein Hund? Da liegt ein Hund. Okay. Dann wird der Signalgeber nicht
da sein, wo ich ihn vermute. Oben am Geländer, sondern hier oben in diesem Haus. Sturmgewehre. Munition. Da ist der Hund. Den werde ich jetzt messern. Von hinten überwältigen. Sehr gut. Na, wie komme ich da oben in die Zentrale? Dafür muss ich wahrscheinlich hier rangehen. Nee, gar nicht. Da komme ich dann wohl gar nicht rein. Hier die Tür ist auch verschlossen. Unser Laser ist schon voll. Okay, hier haben wir irgendeinen Schalter, den werde ich jetzt einfach mal betätigen. Nein! Lass mich hier durch! Das war... Oh, meine Fresse. Mein Gott. Also auch ein neues. Das war aber wieder so richtig kernbehindert. Okay. Nummer 1 und 2 sind down. Dann haben wir da den Hund. Kisten aufgeschnitten. Und jetzt geht's weiter. Hier haben wir sogar noch so ein Enigma-Code-Fragment übersehen. Jetzt werde ich mich um den Hund kümmern. Den werde ich jetzt ausschalten. Und dann... werde ich mal schauen, ob ich diesen... Offizier konnte ich ausschalten. Sehr schön. Vielleicht komme ich hier jetzt auch weiter, ohne dass ich diese komische Tür öffnen muss. Und dieser Riesen-Nazi-Zombie da rauskommt. Ich schleiche jetzt mal. Das klappt nicht. Die Tür lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Okay. Man hätte ja auch ganz stylisch einfach unten unterher krabbeln können, aber das ist uns. Stopp! Schnell in Bewegung! Der hat mich geschockt. Schienen falsch ausgerichtet. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Zug zu starten, steht der Schalter für die Schienen in der falschen Stellung. Es gibt einen Kontrollraum in der Nähe. Von dort aus kannst du ihn umlegen. Der Kontrollraum in der Nähe, das ist wohl dieser komische Glaskasten. Nix drin.
Hier ist Munition drin. Hier haben wir was drin. Eine Tesla-Granate. Und hier ist ein bisschen Leben drin. Das ist eine Sackgasse. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich doch diesen Roboter da befreien und rauslassen. Das können wir gerne machen. Dann schieße ich dem einfach ins Gesicht. Eiskalt. Und zwar mit diesem Laser hier. Guckst du was? Du dummer Ficker. Scheiß Spast. Damit geht's gar nicht durch. Passiert hier. Aber die Kisten mache ich noch mal kurz ab. Ich möchte gerne wissen, was da drin ist. Da sind nämlich lauter brauchbare Gegenstände drin. Packs, Munition, Rüstung. Und so weiter und so fort. Wo sind wir hier gelandet? Okay, hier ist auch noch Munition. Medpacks, Granaten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz oben gucken. Ach, die kann uns scheinbar ruhig entdecken. Schön. Da hätte ich ja gerade eben gar keinen Bogen drumherum machen müssen. Unser Bodenteam befindet sich am verlassenen Bahnhof nördlich von Neolium. Sie warten schon auf schießen der zweite. Du warst jetzt nur einer. Nein. Halt den Scheiß. Nein! Boah, nicht nochmal so ein komisches Viech. Jetzt habe ich mir den Tooltip eben von der Waffe nicht durchgelesen. So, wo ist dieser Riesen?
Was ist jetzt mit dieser Waffe? Ach, die müssen wir aufladen. Zwei. Einsammeln. Und dann muss ich mir mal einen Plan überlegen, wie ich die Idioten ausschalten kann. Aber zwei sind schon richtig, richtig bitter. Da bringt es mir rein gar nichts, wenn ich die Doppelten nehme. Ich muss den nämlich auf den Kopf schießen. Alles andere macht da keinen Schaden. Ich befürchte nur, dass die Munition dafür nicht ausreichen wird. So. So, dieses Kämpfchen werde ich jetzt noch eine Weile fortführen. Irgendwann sollten die ja mal hinüber sein. Das macht nämlich gar keinen Schaden. Ich habe Klemper hier einfach unnötig Zeit. Was ist hier? Hier werden immer noch mehr Rüstungsteile und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt das dicke Ding mit hier. In der Hoffnung, dass ich da jetzt irgendwo eine Station zum Aufladen finde. Oder ich muss eben runterspringen. Also mal gucken. Da unten war ja irgendwo was. Ich kann mich aber nun leider Gottes nicht mehr genau daran erinnern, wo jetzt die nächste Aufladestation für dieses Viech hier ist. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Hier finde ich zumindest noch eine Tesla-Granate.
ausgezeichnet. Oh, fick dich. Nein, das sind drei. Wie beknackt ist das denn bitte? Normalen Ottos werde ich jetzt mal so erledigen. Da kommen gar keine. Wo ist das Ding? Man verliert das ja so doof. Was habe ich denn hier aufgesammelt gerade? So, Treppe runter und auf ein neues. Ab in den Kampf. Ab in den Kampf. Einer von diesen komischen Robotern ist ja schon geschlüpft aus seinem Ei. Ach, kann ich sehen. Naja, ich würde sagen, diesen Kampf nehme ich mir doch mal für die nächste Folge vor, sonst springt das wieder den Rahmen. Und dann schaut doch einfach beim nächsten Mal rein, ob ich das jetzt hier schaffe oder eben nicht. Macht's gut.